Willkommen zum Replay-Stream Nummer 34. Stand jetzt, ich habe kurz gerade auf Discord geschaut, sind wir bei 20 Replays. Ist die Frage, wie viele davon werden uns, ja, überraschen, beeindrucken, whatever. Mal gucken, ob wir wieder ein paar lustige Sachen da haben. Coole Meta-Plays, coole Comebacks, whatever. Aber gehen wir rein in die Replays. What the fuck? Will ich's wissen? 2013 Meta gegen Maxi. Oder sehe ich gerade ernsthaft Point ab? Passiert das gerade wirklich? Ich wusste nicht, dass sie einen Link-Monster dazu bekommen haben. Okay. Nach 2013 sieht das aber nicht aus. Mhm. Bro, what's going on? Okay, das war's. Okay. You can detach raw material from this card. Each player with a hand shuffles their entire hand to the deck, then draws the same number of cards as shuffled into the deck. Und er sagt, your opponent cannot draw cards except drop phases. Also der sagt, dass jeder Spieler seine Handkarten ins Deck mischt und dann genauso viel wieder zieht. Der sagt aber, dass der Gegner keine Karten ziehen kann, außer in der Draw-Phase. Wir sind gerade in der Step-By-Phase, das heißt, der Gegner mischt all seine Karten ins Deck und er kriegt gar nichts. Ja, das ist echt frech. Yo, Matti, was geht? Das ist der zweite Cyberdrachen-Deck heute. Wie unwahrscheinlich. 60 mal Sprite Red? Muss ich auch noch machen. Danke für die Erinnerung. Heiß, Edward. Aber diesmal ohne Maxi. Insane. Jetzt sehen wir, wie es ohne Maxi funktioniert. Okay. Also, Gegner geht komplett uninterrupted. Von unserer Community, Chris. Zehn versaut die Community. Okay, ja. Nee, Ernähr geht nur Schein. Leider. Wir dropletten IP. Der Vetter, das ist aber ein Royal übrigens. Ey, ich finde Duality so geil in dem Deck. Alles ist Maschine. Alles ist Maschine. Alles ist Maschine, Bruder. Wie geil. Oh, no way. No way. Das war so ein richtiges Insane-Ding. Der war echt gut. Suboptimal. Bei welchem Replay bin ich? Bei Kazama gerade. Okay. Salamence Great. Bruder, wenn du Cyanide Mining aktivierst, okay? Oder Handkarte abwirfst mit der Karte. Mal ein Ruling dazu. Wenn der Cyanide Mining aktiviert und eine Karte abwirft, warum sucht man sich damit nicht Circular? Wieso nutzt man Cyanide Mining für irgendwas anderes als Circular? Also ich verstehe das nicht.
Weil er kann zurück. Damit fängt der Fehler an. Da fängt's an. Wie kannst du in ein Deck, in dem du Silent Mining drin hast, keinen Circular drin haben? Das ist schlimmer als Kashtira und Arise hat. Oder The Princess ist, mischt doch überall mit. Aha. Okay. Der wird rast komplett aus. Oh, jetzt zieht zwei. Ich hätte gedacht, dass er sich die Hand anschaut vom Gegner. Also. Vielleicht hat er gehofft, ihn in den Handschaft reinzuziehen. Jubel wird geasht, Nightmare Pain. Natürlich haben wir den Schwarmer schon auf der Hand. Der wird gepoppt. Der triggert natürlich dann im Grave. Der triggert so einiges bei uns im Grave. Modern Yu-Gi-Oh! Oh mein Gott, er hat noch Samsara, krass. Wie geil war das denn? Anstatt wir hier 5-4 Damage kriegen, nein, wir kriegen Life Points. So wie das Salamon Great Circle. Wir gehen ins Sprint. Legen. Ach ja, okay, Mio Mine. Chimera. Bruder, wie viel Linkspam willst du machen? Er sagt ja. Kennt man gar nicht so von Cyberstacks. Boah, Junge, das war insane. Du legst sie weg, es kommen ein paar mehr dazu. Aber da werden sie gebounced. Und der Blade triggert trotzdem in der Hand. Und der wird gepoppt. Irgendwann ist aber gut. Junge, wie ekelhaft das ist, Jubel loszuwerden. Das ist wie Unkraut. GG an der Stelle, Kasama, Alter. Stark gespielt. Flo, danke schön, Mann. Vielen, vielen Dank, dass du am Start warst. Schlaf schön. Und ja, viel Spaß beim Nachholen. Kuss geht raus. Also Monster-Tor mit Runic feiere ich sehr. Okay. What is going on? Bronze immer wilde Decks, Bruder. You can banish this card on the field and one normal trap in the GY. Apply that banish card. Okay. Okay, there's transaction rollback. Nur halt vom Feld. Und was kopieren wir? Tribute one monster. Okay, die kosten ja nicht. Special summon 3 Nightmare Arcfiend Tokens to your opponent's field in attack position. Each time one is destroyed, takes 800 damage. Okay. Transaction kopiert. Die Karte. Wenn ein Level 6 or higher Monster is normal or special summon, tribute 1 Level 10. Okay, das muss ja nicht, weil das kostet nicht. Also, wenn ein Level 6 or higher Monster is normal or special summon, das sind Aktivierungsbedingungen. Die müssen erfüllt werden. Auch bei Transaction. Tribute 1 Level 10 Monster sind Kosten, die müssen nicht erfüllt werden, weil das halt bei Transaction Rollback nur einen Effekt kopiert. Aber trotzdem müssen die Aktivierungsbedingungen mit drin sein. Das passt also alles. Destroy as many monsters your opponent controls as possible, and if you do, inflict damage to your opponent equal to the command original ATK. Das bedeutet, er zerstört alle drei, macht 6000 Schaden, plus die gehen ja für sich selbst jeder mal 800 Damage, sind 8400 Schaden FTK. Das soll denn der Scheiß? Warum gibt's sowas? Gotomat ist cool. So, Sacrofag, okay. Uninterrupted. Uninterrupted Brand, wow, okay. Uninterrupted Brand Place. Ice Jade, Ehre.
Das ist das Radek. Das ist das Radek, ne? Das ist das Radek. Irgendwie spielt das jeder gleich. Ice Shade mit Ra. Und dann haben wir noch Barriere Shot. Okay. Soul Crossing, Droplet. Ra ist da. 8000. Oh mein Gott, 16.400. Imperm auf Ra kommt trotzdem auf seine 8000. Und die geile Animation, Bruder, geil. Mit 100 Life Points sei es dem Gegner gegönnt. Auch richtig geil. Fühl ich. Horus Labyrinth. Du hast eine Würgeschlange zu Hause. Du hast eine Schlange zu Hause. Die wirkt. Wie groß ist die? Moin, Quatsch, Bruder. Oha, was ist das? Okay. Pilger kommt zur richtigen Zeit. Draw three cards, then if you have a seven... Warte, du ziehst drei Karten. Wenn du keine weitere Sylvan Card auf der Hand hast, musst du all deine Karten zurück in dein Deck packen. Und er hat einfach ernsthaft mit Transaction Rollback die Karte kopiert, sodass der Gegner die Karten zieht, dass der Effekt für den Gegner gilt. Das heißt, der Gegner muss jetzt drei Karten ziehen und all seine Karten ins Deck mischen. Digga, was kocht ihr für Sachen? Das nächste FTK einfach. Transaction Rollback, eine sehr, sehr balancierte Karte übrigens. Oh, das ist crazy. Cool, der Gegner darf mit einer Handkarte das Spiel starten. Finde ich fair? Finde ich fair. Respekt, wer auf solche Sachen kommt, ehrlich. Ihr seid bei Next Level. 10% ist schon krass viel. Nein, ist das Maximum. Thunder Dragon Tier Limit Branded. Ja, fragwürdig. Wir spielen Gold Pride Punk. Cold Bike kommt gut. Das klassische Lumpy Deck. Nice. Wir ziehen noch eine Karte jetzt. Oh mein Gott, okay, geiles Top-Deck. Gold Pride habe ich ganz wenig in TCG gesehen, aber hat sich den durchgesetzt. Wir haben sogar noch neuen Support bekommen. Aber leider noch zu irrelevant. Funktioniert gut mit Punk, aber hast du jetzt in TCG noch Baron verloren? Ja. Geiles Board aber. Am krassen findest du halt deren Fusionsmonster von Gold Pride. Der ist echt sick. Dieser Ball da. What the fuck? Wie viele Engines sind zu spielen? Ja. Okay, Alter. Chimera, Runic, Branded. Runic sagt, sorry, Runic. Warte, habe ich gespoilert? Hat der Runic drin? Hat er Runic drin? Das würde mir den Rest geben. Chimera, Thunder Dragon, Branded, Tierlement. Bitte noch Runic drin. Dann habe ich alles gesehen. Jede Karte ein Engine einfach. Wir haben uns Brand Fusion geholt, soweit kommt es nicht. Nibiru fusioniert, insane. Oh, jetzt kommt er. Oh, der ist so krass. Oh mein Gott, in Royal Finish. In Royal Finish. Boah, er saugt sie beide ein, das war's, Digga. Er saugt sie beide ein. Boah, ich feiere die Karte so.
Der Pinball, einfach zu gut. Oh, und dann noch der Bounce. Boah. Das ist auch ein krankes Board. Der hätte auch 5 Engines haben können. Das macht ja so genial, wenn man selbst Bosses spammen kann. Er ist echt zu gut. Oh, der hat wieder Duelist Cup. Sorry, Exceed Cup. Sorry, Floodgate Cup. Ja, das ist Earth Machine Haufen, I guess. Okay, dem Gegner geht's nicht viel besser. Aha. Mixi wird gecallt. Kommt durch, keine Crossout. Oh, das ist halt. Könnte schon Game sein. Oh, Imperm. Und noch eine Cold Buy. Den sagt mir jetzt nicht, wie OTK ihn ja trotzdem. Warte, da bleiben noch 100 über, oder? Ah, da bleiben 100 über. Junge, wieso kannst du nicht burnen? Imagine verlieren deswegen. Boah, das ist stark. Okay, das ist stark. Boah, das ist das Outlet alles. Outlet legit. Das ist sehr stark. Junge, wie krass. Okay, das ist spannend. Och, du Scheiße. Endphase. Digga, imagine. 100 Life Points. Das nicht finishen können. Monster Reborn. Maxi. Boah, der Reborn ist auch krank. Auf dem 4000er. Oh, Junge. Auch Madness überlebt den gerade noch. Er zahlt 50 Life Points für Reboot. Wie unnötig. Oh, war das schlecht vom Gegner. Einfach dem Gegner eine Fallenkarte wünschen lassen. Das war so schlecht. Das war so schlecht. Anstatt man den Evenly einfach durchlässt. Alter, 50 gegen 300 Life Points. Krass. Ja. Viel Spaß mit der Falle, die du dem Gegner wünschen lassen hast. Und dann ziehen wir sogar noch. Verdient, Bruder. Einfach nur verdient. War wirklich ein. Ich mag solche Games. Jungs, danke schön für den geilen Stream. Und wir sehen uns dann vermutlich Montag oder so wieder. Optimistisch gesehen. Aber ich melde mich natürlich aus Berlin. Ich mache da auch Stories. Ich schicke auch in Discord Fotos rein. Und vor allem natürlich der Döner, den ich esse. Davon muss ich auch ein Foto machen. Hallo, wir sind in Berlin, muss sein. Kuss geht raus. Hab euch alle ganz, ganz, ganz doll lieb. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Und wie gesagt, wer in Berlin am Start ist, soll sich gerne über Discord melden. Haut rein.